Hallo YouTube und herzlich willkommen zum kurzen Kanal-Update. Ja, die letzte Zeit habe ich immer ein bisschen mit dem Scheiter hin und her probiert. Ich habe einmal ein Video aufgenommen mit Scheiter. Es hat dann 10 Stunden gebraucht zum Hochladen. Dann gibt es wieder ein Video, wo ich gesagt habe, ich nehme doch nicht mit Scheiter auf, wenn mir das zu lang geht. Und jetzt aktuell bin ich am Video hochladen, das ist eine Map-Vorstellung. Ich weiß nicht, kommt die vor oder nach dem Kanal-Update. Die lade ich hoch ohne Scheiter. Und da lade ich jetzt auch schon seit 10 Stunden dran rum. Das Gute ist, ich habe euch das schon mal gesagt, mit YouTube, ich kann den Upload immer wieder stoppen und wenn ich wieder am Rechner bin, kann ich weiter hochladen. Also es ist jetzt nicht mehr so wie früher mit meinem Videoschnittprogramm, wo alles an einem Stück hochgeladen werden muss. Und dann der Rechner läuft bis in der Nacht um 2 und wenn es um 2 hochgeladen ist, ist er dann meistens nur gelaufen bis am Morgen um 6, 7, bis ich halt aufgestanden bin. Und das muss jetzt sein und ja, deshalb werde ich jetzt alles hochladen, solange ich noch kein schnelles Internet habe mit YouTube. Okay, ich habe ja gesagt, mit dem Shader. Einmal ja, einmal nein. Da gibt es jetzt so Videos dazu. Aber das, was jetzt im Kanal-Update, was ich euch jetzt sage, das wird jetzt so bleiben. Und zwar werde ich jetzt alle Projekte spielen mit dem Nvidia-Shader und mit dem Season Lightning Geo von vom Sam, vom Modell Eicher. Ja, das Season Lightning Geo macht einfach die Farbe nur mal ein bisschen nicht ganz so kontrastreich, ein bisschen, ja, ein bisschen realistischer. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier weglaufe, wird es da hinten in der Halle immer dunkler. Und wenn ich immer näher hinlaufe, jetzt wird es in der Halle, wenn ich unterm Dach bin, wird es in der Halle wieder heller. Und ja, das ist eigentlich so realistisch, wenn du draußen in der Sonne stehst und du schaust irgendwo in eine Halle oder in ein Gebäude rein, ist es ja eigentlich im Gebäude auch dunkel. Und so muss es ja da auch sein. Und ja, ich werde jetzt alle Projekte aufnehmen mit Shader und Season Lightning Geo vom Modell Eicher. Wie lange die hochladet, ist mir eigentlich jetzt im Endeffekt egal. Ich möchte euch einfach gute Videos präsentieren, die wirklich auch eine tolle Aufnahme sind. Ich zeige euch das jetzt einfach nur mal kurz, dass ihr das seht als Unterschied, wie ich es bis jetzt auf immer aufgenommen habe. Also das ist jetzt mit Shader, so wie ich ihn eingestellt habe. Und mit dem Season Lightning Geo vom Sam. Und das ist jetzt ausgeschaltet. Also da sieht man, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich mache es nochmal kurz an. Und wieder aus. Und wieder an. Genau. So will ich jetzt meine Videos immer aufnehmen. Und wenn es halt, ja, wie gesagt, ich habe vor kurzem ein Video aufgenommen mit Shader. Also nur mit Shader, ohne dem Season Lightning Geo. Das waren 10 Minuten, die waren in einer Stunde 10 Minuten hochgeladen. Ja und dann habe ich danach wieder eins mit Shader hochgeladen. Das hat 10 Stunden gebraucht, dann dachte ich, okay, das liegt nur am Shader, dass es so lang braucht. Und jetzt lade ich eins ohne Shader hoch, also so wie ich es euch jetzt gerade gezeigt habe, das ganz normale Spiel oder das ganz normale Bild vom Landwirtschaftssimulator und da lade ich jetzt auch schon wieder 10 Stunden dran rum. Also muss es am Internet liegen. Und ich habe es jetzt auch heute Mittag mal ausprobiert. Ich habe mal genau 2 Minuten aufgenommen mit Shader und dem Ziesel Lightning Geo. Die 2 Minuten waren in einer Stunde und 20 Minuten hochgeladen. Gut, das Internet ist es gerade wieder langsam. Aber dann könnt ihr es euch hochrechnen in 20 Minuten, wie lang denn das Video dauert. Und ja,
Wie gesagt, im Endeffekt, mir ist es jetzt egal, wie lange das hochlädt. Ich möchte euch einfach qualitativ hochwertige und gute Videos präsentieren oder zeigen. Genau zu den Projekten auch nochmal. Big Pharma 2 läuft ganz normal weiter. Wie gesagt, es soll auch noch sehr lang weiterlaufen. Bis zum nächsten LS, das habt ihr mitgekriegt, Landwirtschaftssimulator 2022 kommt ja Ende dieses Jahres, also vierte Quartal. Da wollte ich eigentlich auch noch ein Video machen, aber das Internet war dann so langsam, bis ich das Video hochgeladen hätte, ist das für euch schon wieder ein alter Schuh. Aber ich schaue jetzt mal, dass ich vielleicht einfach für euch mal noch ein Video mache. Auch wenn es halt nicht mehr so aktuell ist. Aber meine Abonnente, ich weiß, sind immer wieder Abonnente oder sind Abonnente dabei, wo ich immer einen Daumen nach oben kriege. Da weiß ich, dass es Abonnente sind, die regelmäßig meine Videos schauen. Und deshalb möchte ich das vielleicht auch mal noch machen. Ich muss es mal schauen, vielleicht, wie ich das zusammengeschnitten kriege. Genau. Genau, Big Pharma 2 läuft ganz normal weiter. Norddeich, da warten wir jetzt mal noch, dass wir mit ja, Big Pharma 2 schon in Oberbayern. Ich möchte mit der Jahreszeit einfach ein bisschen auseinanderkommen. Aber Norddeich, also das Projekt, das soll jetzt dann später auch weiterlaufen. Wenn wir mit anderen Projekten ein bisschen auseinander sind. Deshalb wird jetzt in nächster Zeit einfach mal ein bisschen mehr Big Pharma 2 kommen, dass man da so Mitte Sommer kommt und Oberbayern auch, genau, Oberbayern. Da muss ich schauen, das gibt jetzt auch wieder ein bisschen größeres Projekt mit dem ganzen Hofumbau und die ganze Sache. Aber da muss ich schauen, dass man da einfach ein bisschen auseinander kommt. Oberbayern, Norddeich, gut, da wäre dann die Projekte fast gleich sein mit der Saison. Aber das kriege ich auch noch ein bisschen hin, dass man das so gekriegt. Oder halt, ja, dass man da auch noch mal ein bisschen auseinanderkommt mit den Projekten. Oder halt mit der Jahreszeit. Dann gibt es noch was Neues von mir. Auch Landwirtschaftssimulator. Das geht um Mods. Das sind dann immer so Videos, so, ja, schätze mal so 10 Minuten. Wenn es ganz hoch kommt, 15 Minuten, aber das denke ich eher weniger. Wie ich das Projekt oder wie ich das nenne, weiß ich jetzt neu. Die Playlist, wie ich die nenne, kann ich euch nicht genau sagen. Aber das werdet ihr dann sehen, wenn das erste Video veröffentlicht wird. Ist auch wieder ein bisschen mit Arbeit verbunden, aber ja, ich denke mal, das wird für euch auch sehr interessant wäre, was ich da vorhab. Und mal schauen, wie es bei euch ankommt. Wie gesagt, ich habe es euch schon öfters erwähnt, Landwirtschaftssimulator macht mir echt riesig Spaß. Vor allem das mit dem ganzen YouTube. Und vor allem jetzt so mit Shader und mit dem Season Lightning Geo vom Sam Modelleicher ist die Spielerei halt doch nochmal eine ganz andere Hausnummer und da macht die Spielerei nochmal viel, viel mehr Spaß. Okay, ja, das war's eigentlich für das Video. Genau, Multiplayer. Das geht jetzt auch bald los. Da stelle ich euch kurz die Karte oder unseren Hof vor. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich bin jetzt wieder im Multiplayer bei meinem alten Team Mecklenburg Agrar Gaming. Das sind nur dieselben Jungs wie früher. Es ist nur einer neu dazugekommen, aber sonst ist alles beim Alten geblieben. Wir sind weiterhin auf der Kandelin und da zeige ich euch beim ersten Video mal den Hof, was bis jetzt passiert ist. Sie sind jetzt schon in der, glaube, zweiten Saison. Zweite Saison spiele ich jetzt. Und ich bin jetzt in der zweiten Saison wieder dazugekommen. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich wieder bei deinen Jungs dabei sind. Wir haben uns damals nicht im Böse trennt. Wir haben auch zwischendrin immer ständig Kontakt gehabt. Und die sind dann wieder auf mich zugekommen und haben gesagt, ob ich doch wieder zu ihnen zurückkommen möchte. Und
Da habe ich it nein gesagt. Weil das macht einfach mit deinen Jungs, das macht einfach Spaß. Was mir jeden Abend lacht, wenn wir spielen, das ist einfach herrlich. Ja, okay. Da gibt es dann jetzt auch bald Videos, da zeige ich euch dann mal den Hof und dann wird es auch regelmäßig Videos geben, auch mal kurze Updates. Genau, Facebook gibt es von mir auch Seite, die heißt Agrarvideos Hegau, die könnt ihr gern abonnieren, da kriegt ihr auch immer alle neue Sachen mit. Da versuche ich jetzt auch zwischendrin, zwischen den Projekten mal kurz so Stories machen mit Bildern, was gerade passiert. Aber bei allen Projekten, Big Farmer 2, Norddeich und Kandelin, genau. Und mit der anderen zwei, genau, mit der anderen zwei Projekte, Medwedin XXL und Eiershold. Die beiden Projekte sind auch neu gestorben, aber da wird es jetzt weniger Videos geben. Eiershold ist jetzt eigentlich der Ersatz für mich, Kandelin Multiplayer. Es ist natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer wie mit Autodrive und Curseplay. Aber auch dort möchte ich nur ab und zu Videos bringen. Aber ich setze den Fokus jetzt überwiegend mal auf Big Farmer 2 mit Zweigbetrieb Venter Oberbayern und Norddeich. Die beiden Projekte kommen echt sehr gut an und auf deine Projekte möchte ich auch weitermachen. Okay, meine Freunde, ja, schon wieder genug gelabert für heute. Das war jetzt mal einfach so ein kurzer Einblick, dass es von mir jetzt auch Videos gibt mit Shader und mit dem Season Lightning Gear vom Sam Modelleicher. Okay, ja, wenn euch das Video wieder gefallen hat, das Like nicht vergessen. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.